Willkommen zurück bei Assassin's Creed Syndicate und wir sind immer noch mit Evie unterwegs und jetzt müssen wir das Schiff einholen, was uns davon fahren möchte. Hoffentlich schaffen wir das noch. Ja, komm, das sollten wir hinkriegen. Ja, Kacke. Scheißspiel. Das ist misslungen. Lass es mal abziehen. Oh, es hat da vorne angehalten. Immerhin. So, jetzt müssen wir das hier noch plündern. Also plündern wir den Burschen hier noch. Ich habe jetzt erst gesagt, es wird nichts, aber irgendwie hat es dann doch noch geklappt. Das wird Mr. Bell sicher äußerst interessant finden. Zu Bells Werkstatt zurückziehen, ja, voll vergiftet und so. Ja, super. Ja, wir werden hier garantiert noch nichts anfangen. Wir wollen nur so schnell wie möglich zu Mr. Bell zurück. Wir haben da oben einen Aussichtsturm, den nehmen wir doch mal direkt mit. Nichts wie rauf da. Kleine Schornstein. Und synchronisieren bitte. Das kleine Industrieviertel von London. Nur zusehen, dass wir irgendwie aus diesem Hafenviertel rauskommen. Ich schon mal eine kleine Abkürzung gefunden, immerhin etwas. Hier vorne haben wir ein kleines Sperrgebiet, das laufen wir einfach mal drumherum. Na, die Jungs mache ich jetzt nicht an, wenn die Polizei da ist. Und wir joggen gemütlich an unserer Lieblingsjoggingrunde rum.
um endlich wieder zu Mr. Bell zu kommen. Wir hätten uns natürlich wieder eine Kutsche schnappen können, aber wir sehen ja, hier ist gerade tote Hose, hier ist nichts los. Und da vorne ist ja auch schon die Werkstatt von Mr. Bell. Komm, gib schon her, das ist das Zuchthaus nicht wert, oder? So. Wieder ein Massenereignis, jetzt fehlen mir noch zwei, dann kriege ich erstmal 200 Pfund dafür. Habe ich bei Unity ja ohne Ende gemacht, diese Massenereignisse, und dadurch ordentlich mein Portemonnaie aufgefüllt. Aber na gut, Mr. Bell. Vorsichtig, Mr. Bell. Jedes lohnende Unterfangen ist voller Gefahren, meine lieben Freunde. Keines mehr als das Ihre. Doch, Sie haben mal wieder triumphiert. Wo wussten Sie das? Wir haben das Zeitalter der Kommunikation erreicht, nicht wahr? Wir erhielten bereits eine Nachricht aus Greenwich, dass die Lieferung sicher angekommen ist, dank Ihnen beiden. Wissen Sie schon, was noch in der Lieferung war? In der Tat. Ich fürchte, dass Starricks Gift seinen Weg auf den freien Markt gefunden hat. Wenn er glaubt, das würde uns aufhalten, dann irrt er sich. Und damit haben wir die Mission Nachrichtenticker abgeschlossen, einen dicken kleinen Bonus bekommen. Sehr schön. Neues Upgrade verfügbar. Das dürfte wahrscheinlich dann eine Tasche für die halluzinogenen Bolzen sein. So ist es. Stärkere Bolzen und auch die größere Tasche für die Bolzen. Können wir uns momentan aber nicht leisten. Gang Upgrades gibt es auch was Neues. Ah. Stadtweiter Rausch. 50% Rabatt auf halluzinogene Bolzen. Auch nicht schlecht, aber jetzt wird erstmal wieder gewechselt. Denn Jacob ist an der Reihe. Wie viele Punkte haben wir in den Fähigkeiten? Ein oder zwei? Wir haben zwei Punkte. Nimmt der schlechter? Oder was haben wir hier hinten noch? Er leidet weniger Schaden. Definitiv was? Ach, kostet vier. Verdammt. Dann machen wir schlechter. So, nun wieder raus und wir gehen dann jetzt direkt die nächste Mission an, und zwar einen Löffel Sirup. Der da vorne zu finden ist. Du verkaufst Pisse als Medizin. Schlimmer noch. Du machst die Menschen innerlich kaputt. Lady, ich verdiene Jacob untersucht eine neue Droge, die sich in London ausbreitet, um ihren Erfinder zu entdecken. Okay. Dann machen wir das mal. Holen Sie sich Starks Beruhigungssirup gleich hier! Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Hm? Ah, zieh Leine. Können Sie mich entschuldigen, Madame? Jetzt müssen wir den Idioten einholen. Was willst du denn von mir? Ach, jetzt ist ja wieder so ein Schlauchlevel, wo wir halt immer nur in einen Weg gehen können. Finde ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber dann müssen wir halt durch. Da hinten ist er, der Wicht. Wir werden ihn wahrscheinlich jetzt gleich hier stellen können. Ja, das war's für ihn.
Das wird dir leid tun. Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Okay, den Lieferanten aufspüren. Kutsche.